Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kurt Bauer, wir haben es jetzt kurz besprochen. Wir hatten letztes Jahr eine Veranstaltung im Rahmen der Stadt Salzburg, Stadtdialog nennt sich das. Es ist heute das zweite Mal, dass Sie uns auch einen Film präsentieren, wo es um das Thema Armut geht und uns immer wieder vor Augen führen, dass das nicht etwas ist, was uns nicht betrifft, sondern dass es etwas ist, was mitten unter uns ist. Und ich habe jetzt gesagt, ich wünsche mir von Ihnen nächstes Jahr wieder einen Film mit einer Veranstaltung, dass wir das gemeinsam machen. Denn beim dritten Mal ist es Tradition und ich glaube nicht, dass nächstes Jahr die Armut schon abgeschafft ist. Im Gegenteil, es wird, glaube ich, die Kluft zwischen Arm und Reich immer tiefer. Wir haben gestern ja in den Medien vernommen, irgendwie 62 Menschen besitzen irgendwie so viel wie die Hälfte der Menschheit. Lassen Sie mich einen Moment die Situation genießen. Es gibt nichts Schöneres für einen Filmemacher als ein volles Haus. Es ist echt unglaublich toll für mich, weil das Schlimmste für einen Filmemacher ist, er macht Filme und keiner will es sehen. Und davor bewahren Sie mich. Noch dazu, weil ich mit einem Thema komme, das sperrig ist und quer sitzt. Ich kann Ihnen für den heutigen Abend nicht, und ich will es gar nicht, viel Vergnügen wünschen. Aber eines nehme ich mir jetzt heraus, was mich sehr freut. Die Frau Vizebürgermeister wünscht sich nächstes Jahr einen neuen Film. Jetzt hätte ich gern gewusst, wollen Sie das auch? Dann heben Sie jetzt die Hand. Sehr gut, danke. Danke. Gut, der Film heute ist der schlimmste, den ich bis jetzt gemacht habe. Aber er hat einen reellen Kern, wie Zukunft gelingen kann. Und es ist unsere Zukunft. Und ich möchte vom Fleck weg auch hier sagen, Armut ist eine Geißel. Armut muss bekämpft werden. Mit allen Möglichkeiten, mit aller Intelligenz, mit aller Hartnäckigkeit. Und ich bin in Ungarn gewesen und hatte das Glück, etwas, ein Projekt zu finden, von dem Isaac und der Kurt Kramer, ja, das trägt. Und das stelle ich Ihnen jetzt vor. Danke und Film ab. Das hier ist Chayokasa. Dieser Ort hat 3000 Einwohner. 2000 von ihnen sind Ungarn und 1000 sind Roma und Gypsies. Der Ort zerfällt damit in zwei Teile. Auf der einen Seite die Ungarn und auf der anderen die Roma und Gypsies. Die Roma-Familien leben außerhalb der Ortsgrenze. Und die Ungarn verbarrikadieren sich in ihren Häusern. Jedes Haus ist eingezäunt, Stacheldraht, Hunde oder eine Alarmanlage sind hier an der Tagesordnung. Polizisten bewachen diesen Ort. Der erste Eindruck ist erschütternd. Damit wir in unser Gästehaus kommen, müssen wir sage und schreibe 4 Schlösser überwinden. Sowohl beim Hineingehen als auch beim Herauskommen. Eine elektronische Diebstahlanlage sichert dieses Haus zusätzlich noch in besonderer Weise. Nach der etwas mühseligen Prozedur sind wir jetzt im Gästehaus von Janosch und Tibor. Ja, mein Name ist Kurt Kramer und ich betreue das Schulprojekt Dr. Ambedkar-Schule. Tibor Derdak, Direktor der Dr. Ambedkar High School, gibt uns eine erste Einführung.
1000 Roma haben keine reguläre Arbeit. Die Familien leben von einer geringen Kinderbeihilfe, von Sozialarbeit, von Diebstahl und Betteln in europäischen Städten und von Prostitution und Kriminalität. Solange es den Roma und Gypsies hier so schlecht geht, werden sie nach Salzburg, München, Stuttgart und Berlin reisen, denn in diesen Städten geht es ihnen auf alle Fälle besser. Tibor Derak hat uns eingeladen, einige Industrieleichen zu besuchen, die von der Geschichte dieses Elends hier erzählen. Das hier ist zum Beispiel eine stillgelegte Kohlenmine, von denen es vor dem kommunistischen Zusammenbruch Hunderte in Ungarn gegeben hat. Oh, little girl, don't cry. It is beautiful to die as a miner in the mine. Natürlich hat es vor dem Zusammenbruch auch schon Roma gegeben. Aber damals fanden sie in solchen Kohlenminen Arbeit, für die sie bezahlt wurden. Heute haben sie nichts. Und in dieser Region, in der wir uns befinden, gibt es keinen einzigen Arbeitsplatz für Gypsies. Already you have a coal mine for us and this is it cheap for us to buy it. Wir fahren jetzt zu einem Kohlekraftwerk, für das die Kohlenminen Zubringerbetriebe waren und Tonnen von Kohle anlieferten. Chemische Fabriken und Industrieanlagen sind einfach stillgelegt worden. Wir haben hier den Überblick über das Gelände und die Anlage eines Kohlekraftwerks mit dem sinnigen Namen Donnerkeil. Hier fanden 50.000 Menschen Arbeit. Doch nachdem das kommunistische System zusammengebrochen war, wurde die Anlage einfach stillgelegt. Das ist eine Ursache für die heutige Misere der Roma und Gypsies. Yeah. Das hier ist die Dr. Ambedkar High School für Roma und Gypsies. Hier erhalten sie die Möglichkeit, die Matura zu machen und Anschluss an diese Gesellschaft zu erhalten. Ich bin Tibor Derdak, Direktor der Dr. Ambedkar High School im Nordosten Ungarns in Jayokasar. Ich liebe meine Schule und ich liebe meine Schüler, denn sie arbeiten wirklich hart, um ihr Elend zu verlassen und um einen ehrlichen und aufrechten Weg für ihr Leben zu finden. Die meisten unserer Schüler sind Roma und Gypsies, wie sie von uns genannt werden. Sie kommen von der Umgebung oder von weit her, um zur Schule zu gehen. Sie werden als Gesetzlose betrachtet und von der Gesellschaft gemieden und an den Rand gedrängt. Das ist für uns nicht akzeptierbar.
Deshalb haben wir diese Highschool ins Leben gerufen, um Roma und Gypsies einen Aufbau ihrer Zukunft zu ermöglichen. Unsere Highschool ist ein offenes Tor für Roma und Gypsies. This is our aim, this school. Nahezu alle jungen Leute hier sind gut gekleidet und alles schaut nach einem normalen Schulbetrieb aus. My name is Jan Schorschosch. I am a teacher and I teach Gypsy youngsters in secondary school level. Janosch ist der einzige Gypsy, der in einer Sekundarschule in Ungarn unterrichtet. Er sagt, wir wollen die jungen Leute zur Matura bringen. Aber nach der Sekundarstufe fehlt ihnen alles, aber auch wirklich alles. Viele von ihnen können nicht einmal lesen oder schreiben. Die meisten ungarischen Lehrer haben die Gypsies aufgegeben. Der Lehrkörper der Dr. Ambedkar High School besteht aus 20 Lehrern. Davon sind 2 Vollzeit und die anderen Teilzeit beschäftigt. Die Lehrer kommen teilweise direkt aus Budapest oder aus der Umgebung. Auch die Schüler kommen teilweise aus 70 Kilometer Entfernung und fahren wochenweise hin und zurück. Our school is named after Dr. Ambedkar. Unsere Schule ist nach Dr. Ambedkar benannt. Er sagt Folgendes: I take responsibility for my destiny. Ich übernehme die Verantwortung für meine Bestimmung. Das ist das Wichtigste, dass wir hier in unserer Schule unterrichten. Wir sind überzeugt davon, dass Selbstverantwortung der Schlüssel zur Veränderung des eigenen Lebens und des Umfeldes ist. Der Weg aus dem Unglück führt über Selbstverantwortung. Die Dr. Ambedkar High School gibt es jetzt seit 7 Jahren. Gypsies kennen keine Selbstverantwortung. Sie wissen nicht, wer sie sind, sie wissen nicht, wofür sie sind und sie wissen nicht, was sie in der Zukunft tun können. Am Weg zur Matura beginnen wir ganz von vorne. Wir unterrichten Grundlagenwissen, Rechnen, Lesen, Schreiben nach dem ungarischen Lehrplan. Wir fangen sozusagen beim ABC des Lebens an. Wir fördern, aber wir fordern auch. Das ist der buddhistische Weg von Dr. Ambedkar. Oh, Frieden! Yes, we are beginning an agricultural activity. Die Dr. Ambedkar High School beginnt nun mit einem landwirtschaftlichen Projekt. Man schafft Arbeitsplätze für Gypsy-Familien in dieser Region, indem man einen Hühnerhof baut mit 500 Hühnern, die Eier legen, die dann an eine ungarische Firma verkauft werden. Oh, komm, Stückchen.
chips. Die Dr. Ambedkar-Schule betreibt auch eine kleine Landwirtschaft mit Truthähnen und Ziegen und produziert Ziegenmilch. Tibor Derdak hat angeboten, mit uns in das Gypsy-Ghetto nach Moldawa zu fahren. Dort leben 800 Roma und 3 seiner Studenten kommen von dort. Wir treffen Angelika. Sie ist Sozialarbeiterin im Gypsy-Ghetto. Das Gypsy-Ghetto liegt in der Slowakei. Dieses Ghetto gab es auch schon vor dem kommunistischen Zusammenbruch. Nach dem Zweiten Weltkrieg vergaß man einfach, das Ghetto wieder aufzulösen. Der erste Blick in das Ghetto löst bei mir tiefe Betroffenheit aus. Ich bin geschockt. Wir sind beim Community Center angelangt und werden hineingebeten. Wir treffen hier die 3 Schüler und sie werden uns durch das Ghetto begleiten. When Islam was in Egypt land, let my people go. Unrat und Dreck, soweit das Auge reicht. Ein breiter Boden, kein fließendes Wasser, keine Toiletten. Über das Elend und die Verwahrlosung kann auch ein noch so schöner Sonnenuntergang nicht hinwegtäuschen. It's real incredible. Yeah. Mir fällt die Normalität des Lebens zwischen diesen Müllbergen auf. Es stinkt erbärmlich. Musik klingt aus den kleinen Häusern. Die Kinder sind fröhlich und tollen herum. Das hier ist Igor. Igor ist 29 Jahre alt. Er war kriminell und drogenabhängig, aber er hat sich freigekämpft. Jetzt studiert er an der Dr. Ambedkar High School. Außerdem ist er ein Menschenrechtsaktivist. Er wurde von der Polizei zusammengeschlagen und in die Schranken gewiesen. Aber er ist aufgestanden und mit seinem Erlebnis vor das Gericht gegangen. Seit 2 Jahren liegt sein Fall beim obersten Gerichtshof. Das hier ist die Wohnung von Tibor. Ich lerne seine Schwester und deren 2 Kinder kennen. Es gibt noch einen Nebenraum. Die Wohnung ist sauber aufgeräumt. An den Wänden hängen Bilder. In den Wohnungen gibt es eine gewisse Privatsphäre. Ich denke, dass diese Situation hier nicht zu akzeptieren ist, im Herzen Europas. Wir haben 3 Studenten aus dem Ghetto, die wöchentlich zu uns in die Schule kommen. Sie haben die feste Absicht, ihr Leben zu ändern und Selbstverantwortung zu übernehmen. Und wir haben den Traum, dass wir hier in der Slowakei eine Dr. Ambedkar High School eröffnen werden. Hier sind sie, die Outlaws. Gut gekleidet und dennoch hoffnungs-
und perspektivenlos. Ein Weg heraus aus dem Ghetto führt über die Dr. Ambedkar High School. Die Frage, die bleibt, ist, lässt das Ghetto seine Kinder los? Ja. Herzlich willkommen auch jetzt alle Teilnehmenden am Podium. Ich denke mal, wir haben jetzt ein bisschen Einblicke bekommen in dieses Filmprojekt und ich möchte jeweils, wenn ich die Fragen das erste Mal richte, dann auch die Personen vorstellen. Wir werden jetzt eine erste Runde haben am Podium, dann gibt es die Möglichkeit ins Publikum zu gehen und dann noch eine Abschlussrunde noch einmal vom Podium. Herr Magister Kurt Krammer, wir haben es ja schon kurz kennengelernt, ist Erwachsenenbildner und Repräsentant der buddhistischen Gemeinschaft Salzburg bei der Europäischen Buddhistischen Union. Kurt Krammer ist auch Mitbegründer des Instituts zum Studium von Buddhismus und Dialog der Religionen. Und dieses Institut unterstützt auch die eben gesehene Ambedkar, Dr. Ambedkar Schule. Meine Frage ist, was hat Sie, Ihre Gemeinschaft dazu bewogen, dieses Projekt zu unterstützen? Und das Erste war eben, wir haben diese Aktivisten eingeladen zu einer Österreich-Tour, das war im Jahr 2011, und haben da Vorträge in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck organisiert, um auch hier den Menschen zu zeigen, so kann Leben wenige hundert Kilometer von hier entfernt sein. Und so kann aber auch, wenn Aktivisten auftreten, können Lösungsansätze in Erscheinung treten. Denn das ist ja das Beeindruckende oder das, was einen aufatmen lässt. Denn das, was wir im Film gesehen haben, lässt einen zum Teil den Atem stocken gewesen. Seit ich die Situation da in den Roma-Ghettos in Ungarn und noch etwas schlimmer in der Slowakei gesehen habe, habe ich wirklich auch, verstehe ich, was es heißt, in Hoffnungslosigkeit zu leben und dann irgendeine Idee zu haben, aus dieser Hoffnungslosigkeit herauszukommen. Sehr oft fällt in diesem Zusammenhang, wenn ich mit Menschen spreche, der Satz, da darf man gar nicht weiter drüber nachdenken. Das ist meistens dann der Punkt, wo ich dann immer sage, genau darüber müssen wir nachdenken und genau damit müssen wir uns konfrontieren. Herr Bauer, ich habe Sie schon vorgestellt, wie war das bei den Dreharbeiten, wie haben Sie das erlebt, was nehmen Sie mit von dort? Ich erzähle Ihnen was, wie es mir gegangen ist. Ich habe erstens einmal keine Dreharbeiten gemacht, sondern ich habe meine Reisekamera mitgehabt und möglichst zunächst verstohlen Aufnahmen gemacht, um nicht unbedingt mit der Kamera wahrgenommen zu werden, weil ich schon seit 4 Jahren, wo ich das mache, gemerkt habe, richte ich eine Kamera auf einen armen sogenannten, dann kann es mal passieren, dass er aggressiv wird oder weggeht. Jetzt bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden. Gleichzeitig ist mir klar, dass es hier etwas zum Standhalten und Anschauen gibt, mit dem man sich konfrontieren sollte. Das hat zu ziemlich drastischen Reaktionen bei mir geführt, zum Beispiel zum eruptiven Durchfall. Ich bin also ein Filmemacher mit Herz und verschließe mich nicht vor diesen Reaktionen. Und ich muss nur sagen, der Höhepunkt dieser Geschichte war da drinnen in diesem Ghetto, wo ich heilfroh war, dass mehrere Männer mit mir waren, weil ich nicht sicher war, ob mir da nicht dann einmal schnell Tomaten um die Ohren geflogen werden. Und dann passierten genau da Dinge, ein paar Dinge, wo ich sage, bin ich froh, dass ich da eingegangen bin. Ich lernte 3 Studenten der Dr. Ambedkar Schule kennen, die sich sehr gefreut haben, dass wir da hinkommen sind und zu mir sogar gesagt haben, Film, Film, Film.
Allein meine körperliche Reaktion war so, dass ich also wirklich die Kamera, ich hab die Kamera nicht ruhig gehalten. Okay? Das war das erste Problem. Das zweite Problem war, ist es sicher, dass ich sie eingeschalten habe? Der Film belegt, ja, es hat geklappt mit dem Einschalten. Und ich habe mich also so wirklich vor diesem Elend so gebeutelt gefühlt. Aber da drinnen waren Juwelen. Eine dieser Geschichte der Juwelen war für mich, wie mich der Igor eingeladen hat in sein Haus. Da war es blitzsauer. Heraußen war es eine Müllhalde. Dann trafen wir den Igor überhaupt, und der ist ein Menschenrechtsaktivist, mitten in den Müll. Also da haben sie für mich einige Dinge im Kopf ziemlich quer gelegt, und ich habe dann die drei Studenten getroffen, die dann sich als meine Kollegen zu erkennen gaben, weil die machen selber auch Filme. Und da kommt jetzt das Problem rein. Sie möchten die Filme machen, sie möchten die Filme verkaufen, sie möchten in dieser Welt bestehen, aber sie möchten nichts lernen. Und dies, der Moment, wie wir dort waren, war gerade der Moment, wo der Tibor mit ihnen gerungen hat, dass sie gesagt hat, sie möchten jetzt ein Filmstudio. Und er hat gesagt, ja, zuerst Matura, dann Filmstudio. Sie haben gesagt, zuerst Filmstudio und dann Matura. Das geht aber nicht auf. Das sind Schlaumeier. Und in der Geschichte, denke ich mir, habe ich entdeckt, auch den Wert zu ringen. Und da kommt die Pädagogik vom Tibor Derwek hinein, der einfach knallhart ist. So, nein. Wenn ihr gehen wollt, könnt ihr gehen. Und wenn ihr zum Film wollt, dann müsst ihr vorher die Aufgaben erfüllen. Und da ist dieses Kapitel drinnen, das mich so unglaublich bewegt hat, der Selbstverantwortung. Die Leute gehen dort nicht in die Schule, weil das Schulgesetz das vorschreibt, sondern weil sie es selber wollen. Und das ist in dieser Geschichte, die ich da entdeckt habe, überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Deswegen bin ich froh, weil ich komme eigentlich zurück, um zu sagen, doch, ich denke, Armut kann man besiegen, wenn auch die Basis, dass es gelingen kann, die braucht es. Und ich habe jetzt von Ihnen das Votum, dass Sie möchten, dass Sie wissen möchten, wie der Film weitergeht. Das will ich auch. Ich möchte wissen, wie die Leute sind, wenn sie herauskommen, was sie werden, wie das trägt. Und ich möchte gerne nach Indien zu Dr. Ambedkar, denn dort gibt es 500.000 Menschen, die vorher Hindus der niedersten Kaste waren und jetzt Dr. Ambedkar Buddhisten sind. Und das macht diese Community meiner Meinung nach stark. Ursula Liebing ist die nächste, die ich vorstellen will. Ursula Liebing ist diplomierte Psychologin und staatlich geprüfte Übersetzerin und Dolmetscherin. Sie arbeitet als Projektleiterin bei der gemeinnützigen GmbH Frau und Arbeit hier in Salzburg, ist im Koordinierungsteam der Plattform der Menschenrechte aktiv und arbeitet auch und ist Mitglied des Runden Tisches Menschenrechte der Stadt Salzburg, also eine der großen Kämpferinnen auch. Meine Frage jetzt an dich: Die Plattform für Menschenrechte ist mit der Roma Foundation in Bulgarien mittels der NGO-Partnerschaft verbunden. Kannst du bitte dieses Projekt kurz vorstellen? Weil wir heute vor allen Dingen diese positiven Aspekte uns anschauen wollen. Ja, guten Abend. Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser. Ja. Wir haben als Plattform für Menschenrechte im Jahr 2014 uns auf die Suche gemacht nach einer Partnerschaft, eben auch im südosteuropäischen Raum. Und wir haben dann mit dieser Roma Foundation, die es schon seit 25 Jahren gibt, überlegt, welche Projekte sind denn in Ihrem Interesse, was möchten Sie denn machen, wo brauchen Sie Unterstützung? Und eines der Projekte, die Sie dann an uns herangetragen haben, ist auch ein Bildungsprojekt. Und zwar ganz interessant, ein sogenanntes Desegregationsprojekt. Also in Stolypinovo gibt es Schulen, die werden auch von den Roma-Jugendlichen und Kindern besucht. Das Problem ist, die Schulsprache ist Türkisch.
Das heißt, weiterführende Schulen können dann von den Schülerinnen und Schülern nicht besucht werden. Und in den bulgarischen Arbeitsmarkt kommt man gar nicht. Und es gibt aber auch zum Beispiel keine öffentlichen Verkehrsmittel, die dieses Ghetto anbinden an den Rest der Stadt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler müssten zu Fuß gehen, erhalten auch keine Freifahrtstickets etc. Die Roma Foundation hat dann ein Desegregationsprojekt gestartet. Das heißt, da werden Schüler und Schülerinnen vorbereitet zunächst einmal ein paar Monate, indem ihre Bulgarischkenntnisse unterstützt werden. Und dann werden sie transportiert in verschiedene Schulen in der Stadt Plovdiv, werden unterstützt mit Nachhilfe. Und das Ziel dieser Sache ist sozusagen ein doppeltes, nämlich nicht nur die Bildungschancen der Roma-Kinder und Jugendlichen zu fördern, sondern eben den Austausch zu fördern und sozusagen sie als ganz regulären Bestandteil der Stadtgemeinschaft sichtbar zu machen und eben Kontakte, Netzwerke etc. in die Normalgesellschaft hinein zu fördern und entstehen zu lassen. Ich möchte jetzt den Letzten in unserer Runde vorstellen, Herrn Direktor Magister Johannes Dines, ist ein Caritas-Direktor. Herr Dines, die Caritas engagiert sich in verschiedenen Projekten für Notreisende, für arme Menschen. Könnten Sie bitte kurz diese Projekte vorstellen, auch nicht alle im Detail, und vor allen Dingen, was wollen Sie damit bewegen, was sind die Ziele? Für uns als Caritas gilt, glaube ich, dass das Motto, also das ist mir besonders wichtig, es ist besser in der Dunkelheit, auch wenn es nur ist, ein Licht anzuzünden, als ständig über die Dunkelheit zu jammern. Dinge zu tun, und das, was gelungen ist, ist natürlich, dass wir nicht nur zurzeit zwei Notschlafstellen für über 50 Personen in Betrieb haben, für notreisende Männer, Frauen, leider noch getrennt, was nicht zum Vorteil ist, aber aufgrund der räumlichen Situation im Moment nicht anders möglich. Es gibt Streetwork, aufsuchende Sozialarbeit, die besonders wichtig geworden ist, jetzt auch im Zusammenhang mit dem sektoralen Bettelverbot. Es gibt in der Zwischenzeit den Virgilbus seit Advent 2014. Insgesamt über 400 Personen wurden behandelt. Was dann noch offen ist, ist immer das Thema, dass im zahnärztlichen Bereich wir noch keine befriedigende Lösung gefunden haben. Welche bittere Armut es gibt, und die ist in Salzburg angekommen. Nicht nur erst seit die Flüchtlinge jetzt da sind, sondern die ist angekommen jetzt schon seit Jahren über die Notreisenden, die hier uns vor Augen führen, welche bittere Not und Armut mitten in Europa es gibt. Und die wir versucht haben, alle wegzudenken und zu verdrängen. Und dort, wo die Ungerechtigkeit und die Armut so groß ist, wir werden sie nicht von uns halten, weghalten können. Sie wird zu uns kommen, weil die Menschen einfach nicht anders können, als den Versuch haben, zu überleben in irgendeiner Form. Und unsere Herausforderung ist, wie gehen wir damit, Kurt Bauer hat gesagt, so mit aller Intelligenz, und ich sage mit viel Verstand, Sachlichkeit, Nüchternheit, aber mit einem großen Herz. Wie finden wir hier Lösungen? Und die gibt es, wenn man zusammensteht. Man könnte fast sagen, die Notreisenden aus den osteuropäischen Staaten sind quasi Botschafter und Botschafterinnen, die ganz wichtig sind, um diese strukturellen Fragen, also ich denke mal gerade diese Einblicke auf die stillgelegten Industrien etc., um dieses Strukturelle dahinter zu verstehen, und dass es nicht einfache Lösungen geben kann. Und von daher viel dieser Auseinandersetzung, um gemeinsam strukturelle Lösungen auch finden zu können. Insofern kann man ja dankbar sein. Ich glaube, diese Auseinandersetzung würde in Salzburg nicht stattfinden, wenn diese Menschen nicht hier bei uns wären und uns den Spiegel vorhalten würden, sondern wir würden den Kopf in den Sand stecken und vielleicht noch immer Jahre heile Welt, die es rundherum nicht mehr gibt, spielen versuchen. Okay, danke sehr.